Herzlich willkommen und zurück zu Breaking Point, ein Arma 3 Mod. Ja, und wir wollen jetzt mal schauen, ob diese Schüsse oder was auch immer ich da höre in der Nähe, ob das tatsächlich Schüsse sind oder ob das irgendwas serverseitiges ist. Aber im Moment sieht es eher nach, keine Ahnung. Ich kann auch gar nicht sagen, ich weiß auch gar nicht, ob es hier. Ah. Super, im Moment brechen mir aus welchen Gründen auch immer wieder die Frames zusammen. Aber warum? Warum habe ich jetzt hier einen Frame-Einbruch? Aber gut, ich glaube, es bringt jetzt hier irgendwie nichts, hier noch weiter zu gucken und zu suchen. Irgendwie. Ah, okay, der Tower. Machen wir mal die Tür zu. Muss ja nicht jeder sehen, dass ich hier bin. Okay, ein Sportsbag. Sportsbag hatten wir ja vorher. Die war ja nicht so besonders groß. Okay, also wieder mal was, was sehr rar ist. Durch die Tür kommen wir nicht. Sollen das? Okay. Okay. Ein britisch Rucksack. Mal gucken, ob der britisch Rucksack vielleicht ein bisschen größer ist als mein Activity Bag. Ja, der britisch Rucksack ist tatsächlich größer als mein Activity Bag. Das heißt, wir machen das gleiche Spielchen nochmal. Alle hier rüber. So. Das ist dann so der Moment, wo man weggeratzt wird, irgendwie. So, und dann nehmen wir uns den britisch Rucksack. Sehr schön, britisch Rucksack. Und machen alles wieder rüber. Military Field Dressing, Spritze. Achso, war nicht das überhaupt? Nee. Das hier, das hier. Das. Das. Leere Wasserflasche kann man wieder auffüllen. Sollte man immer mit dabei haben. Cerealien. Auch ganz wichtig. Blueprint Military Netting, okay. Oh, die kann ich auch mitnehmen, cool. So, Survival Rig. Medium Capacity. Okay, den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Survival Rig. Okay, weiß ich nicht, ob der so Survival Rig ich das jetzt brauche. Ich glaube, wir behalten mal das, was wir da haben. Okay. Na, hier haben wir zumindest mal einen schönen Überblick. Und sind natürlich auch eine gute Zielscheibe. Gut, in der Stadt da hinten war ich schon mal. Ich weiß natürlich, wie gesagt, auch nicht, inwiefern das jetzt irgendwie was bringt, noch mehr Zeug zu looten.
Weil irgendwie ist es natürlich, wie gesagt, ein bisschen mühselig. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal. Ja, ich gehe einfach mal über ein freies Feld. Super Idee. Nee, ich gehe jetzt hier mal in den Wald. Und orientiere mich dann mal. Was es hier noch so Schönes in der Nähe gibt. Wollen wir mal schauen. Also, wir sind jetzt da oben. So, quasi hier so sind wir gerade. Sawmill ist hier. Was ist das hier? Stony Point. So, da drüben ist Bass Island und eine Evakuierungsbasis. Man könnte ja tatsächlich jetzt einfach mal versuchen, auf die andere Insel da zu kommen. Keine Ahnung, rüberschwimmen oder ich denke mal, eine andere Möglichkeit kann man da gar nicht großartig. Was meint ihr? So. Aber würde ich doch mal sagen, das war einfach. Versuchen mal da, keine Ahnung, darüber zu schwimmen dann. Ansonsten müssen wir einen ganzen Weg zurück. Und nee, dazu habe ich keinen Bock. Ja, dann auf in Richtung Osten. So, Osten ist da, genau. Ich habe jetzt auch keine Schüsse mehr, nichts gehört. Also laufen wir mal in die Richtung hier. Aber die Sounds hier sind wirklich gut. Irgendwie hat man jedes Mal das Gefühl, als ob irgendwo irgendwas, irgendwer. Aber wir hoffen mal, dass nicht. Oder dass wir ihn wenigstens zuerst sehen. Frames wieder da. Merke ich sofort. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht so merken, weil ich nicht mit 60 FPS rendern werde, sondern mit weniger. Ah, ich weiß nicht, warum ich hier laufende Schwankungen habe. Also es ist eigentlich bei diesem Spiel bisher nur aufgetreten. Also zumindest bei der Mod. Ich habe es bei den anderen Mods jetzt noch nicht überprüft. Jetzt habe ich wieder volle 60 Frames, sogar bei Aufnahme. Und naja, mal gucken.
Mal sehen, wie viel ich nachher dann. Oh, was haben wir denn da? Sieht nach Baken aus. Okay, muss ich mal gucken. War das auf der Karte? Ach, das ist die Mühle hier, wa? Jupp. Genau. Ups. Da stehen sie. Le Zombies. Wow. Okay, also bei Origins und bei DayZ sind das hier eher Militärbaracken. Kann ich den eigentlich durch die Wand killen? Nö, schade, geht nicht. Okay, jetzt habe ich wieder weniger Frames. Alter! Boah, was soll denn das jetzt, bitteschön? Jetzt darf ich mich auch noch verbinden hier wegen diesem Penner. Ja, wie viel sind wir hier? Aber wie ich das so sehe, finden wir hier nichts. Nicht wie er doch. Oh. Okay, ja klar. Was findet man in der Sägemühle? Knarren, logisch. M4 Carry Handle. Rail Mounted Carry Handle with Iron Sight. Okay. Eine Glock, eine Beretta. Was habe ich hier? Eine Makarov. Die Beretta einstecken? Ja, die stecke ich mir mal ein. Sturmgewehr, eine AK-107. Hier ist nixe. Und hier. Auch nichts. Also finden wir vermutlich hier pro Baracke ein Dingenskirchen. Ein Kistchen mit Zeug. Oh, da war schon jemand, oder? Ist da ein Zombie rausgekommen, dass die Tür offen ist? Hier nicht dieses blöde Türsymbol. Oh, hier ist auch noch was. Okay, Activity-Rucksack, Activity-Rucksack, British-Rucksack. Haben wir aber alles schon. Ah, die können wir mitnehmen. Die brauchen wir für unsere Knarre. Okay, also doch. Ah, ein Videotape. Also das möchte ich echt mal wissen. Wozu braucht man hier ein Videotape? Hier ist nichts, hier ist nichts. So, habe ich gerade gesehen, da hat sich jetzt einer getrennt. Sind wir jetzt hier fast alleine auf dem Server?
Okay, Knarren, Saddle, Cheek Piece. Boah, ey, hier gibt's Zeug, von dem ich noch nie was gehört habe. Oder mal gucken. Tatsache, jetzt sind wir hier zu zweit auf dem Server. Naja, wieso nicht? Okay, bevor ich die Tür öffne, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und ich nehme meine Erkundung von New Haven in der nächsten Folge wieder auf. Würde mich freuen, wenn ihr mein Abo dalasst. Und einen Daumen hoch. Und vielleicht einen Kommentar. Und dann sehen wir uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.